Ein Winterabend von Georg Trakl. Hallöchen allerseits! Heute sehen wir uns das Gedicht Ein Winterabend des österreichischen Schriftstellers Georg Trakl an. Es stammt aus dem Jahr 1913, also ein Jahr vor seinem Tod. In diesem Werk erkennt man bereits seinen brennenden Wunsch nach Erlösung von den irdischen Schmerzen. Warum Georg Trakl von innerlicher Pein gequält war und schließlich an einer Überdosis Drogen starb, erfahrt ihr wie immer am Ende des Videos. Vorgetragen von Sonja Sonny Hubmann. Wenn der Schnee ans Fenster fällt, lang die Abendglocke läutet, vielen ist der Tisch bereitet und das Haus ist wohl bestellt. Mancher auf der Wanderschaft kommt ans Tor auf dunklen Pfaden. Golden blüht der Baum der Gnaden aus der Erde kühlem Saft. Wanderer tritt still herein. Schmerz versteinerte die Schwelle, da erglänzt in reiner Helle auf dem Tische Brot und Wein. Es ist ein idyllisches, fast surreales Bild, das sich vor allem in der letzten Strophe offenbart. Georg Trakl erblickte 1887 in einer kinderreichen Familie in Salzburg das Licht der Welt. Finanzielle Sorgen gab es nicht, aber da war ein anderes Problem. Georgs Mutter Margarete nahm Drogen und vernachlässigte ihre Kinder. Ob vielleicht sogar Inzest im Spiel war, lässt sich nachträglich nicht mehr völlig klären. Jedenfalls wurden Georg und seine Geschwister von einer französischen Kinderfrau erzogen, die ihnen die französische Literatur näherbrachte. Seine Zeit im humanistischen Gymnasium war leider nicht besonders glorreich. Aber selbst ohne Matura-Abschluss absolvierte er eine Apothekerlehre und schaffte das Studium der Pharmazie. Der leichte Zugang zu Suchtmitteln, der Tod seines Vaters und der Misserfolg seiner ersten Theaterstücke führten Georg Trakl immer ein Stück näher an den psychischen Abgrund. Als er dann endlich in der österreichischen Literaturszene Fuß fassen konnte und einen Job als Apotheker hatte, ereilten ihn schon wieder neue Schicksalsschläge. Seine in Berlin lebende Schwester hatte eine Fehlgeburt erlitten und dann war im Jahr 1914 auch noch der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Trakl erlebte als Sanitätsleutnant die Gräuel des Krieges hautnah mit. Überfüllte Lazarette, sterbende Soldaten, keine medizinische Ausrüstung. All dies war für den sensiblen Georg Trakl zu viel. Und so flüchtete er sich wieder in Drogen und wagte sogar einen Selbstmordversuch, der scheiterte. Nach der Einlieferung in ein Militärhospital verabreichte er sich schließlich eine Überdosis Drogen. Ob mit Absicht oder aus Versehen, wird wohl immer im Dunkel der Geschichte verborgen bleiben.